So, drei Niederlagen, ein Sieg. Das ist ein bisschen dürftig. Deswegen schauen wir mal, dass wir dem Supporter jetzt ein bisschen kräftig eins auf die Fresse geben. Was? Uta? Nein, danke. Rega habe ich auch nicht wirklich Lust. Tassata? Ich spiele mal Lilly. Bereit für ein Abenteuer. Und dann gleich wieder das grimmige Gesicht. Ich mag dieses Gesicht. Das ist so, so cool. So komme ich übrigens jeden Tag auch zur Arbeit. Als müsste ich gleich jemanden auffressen. Aber ich mag das Skin. Das Skin ist super. Ich mag ohnehin Lilly. Habe ja schon mal gesagt, weil Lilly, wer den Charakter mal so ein bisschen Mist of Pandaria verfolgt hat. In World of Warcraft. Da habe ich die schon sehr, sehr gern gemocht. Und habe auch gerne die Comics gelesen. Lillys Reiseführer war das, glaube ich, wenn ich mich noch recht erinnere. Hat die eigentlich noch so? Das Master Skin. Nein! Nein! Jetzt spiele ich das mit dem Rot. Na egal, ist auch hübsch. Also Support Lilly! Sieht mal ausgeglichen. Morales mal wieder. Morales mal wieder. Morales mal wieder. Ja, ich werde Agro Lily spielen. Ich weiß gar nicht, ob ich den schon mal gespielt habe, den Bild. Ich spiele sonst immer eher Safe auf Mana. Mal komplett weglassen. Ich werde Agro Lily spielen. So wie sie eigentlich auch richtig sein sollte. Habe ich mich sonst nie getraut, den Bild zu spielen, weil ich immer dachte, das wird mit Mana vielleicht knapp, dann spielst du zu aggressiv und schaffst dann nicht die Heilung, die dein Team eigentlich braucht, irgendwie unterzubringen. Aber gucken wir mal. Wir haben ein Dreier-Team gegen ein Dreier-Team und ein Zweier-Team. Na, Glückwunsch. Gucken wir mal. Ich werde auf die zeitlose Kreatur spielen. 50% länger hält der Wasserdrache. Sauber. Was geht da oben? Was geht da unten?
Da fehlt doch irgend... Ach, die sind hier in der Mitte zu zweit, stimmt, ja. Ganz vergessen. Hey, das ist auf dem Weg, das ist gut. Stimmt, ihr denn mit zwei Tanks? Meisten Damage! Yay! Meisten Damage auf dem Feld. Aber die wenigste Heilung. Meine Moral ist noch ein bisschen. Versuchen ranzukommen. Ungern gegen die beiden spielen. Ich bin einer lächerlichen Streitereien überdrüssig. Zum Töten und erbringt mein Leben. Ich hab mich auch gefragt, was er meint. Brauche ich abschütteln? Haben die Stun? Nicht so viel. Also kann ich da ruhig, okay, nicht so geil. Haben wir das Tribut? Ne, die haben es nicht. Aha! Vielleicht beim nächsten Mal, Sackgesicht. Na schön. Mir Tribut oder steht euch meinen Fluch? Ja, die Wahl. Jetzt aber schnell, ja. Nee, da gehe ich besser nicht lang.
Okay, das war mal richtig schlecht. Okay, schon weg. Ich weiß ja nicht, ich glaube, die haben mich gesehen. Also jetzt werde ich auf den Krug der 1000 Schlücke natürlich spielen. Na, 21k, ich bin immer noch ganz schön weit oben. Ah, aber die Heilung lässt zu wünschen übrig. Was war denn das von blöder Ulti von Arbatur? Obwohl, so wirklich ist er gar nicht. Ja, muss wirklich mal schauen, dass ich jetzt ein bisschen mehr heile. Okay, jetzt habe ich keinen Mana mehr. Li Ming, Johanna, Greymane. Die Fähigkeiten Stärke erhöhen. Blendender Wind verlangsamt Gegner. Glocken brauche ich nicht wirklich. Schrumpfstrahl wäre schon fast ideal. Ich werde mal mit Schrumpfstrahl spielen. Ich gehe mal hoch. Ja, die machen den Boss. Ach, fuck, haben wir zu spät gesehen. Thank you.
Oh fuck. Ah, bin ich aufgepasst. Ja, da war ein Teamfight. Jetzt auch nicht aufgepasst. Liegt ganz schön weit hinten von der Heilung. Was macht er denn? Oh, was war denn das für eine doofe Aktion? Die Abatur ist jetzt eine KI. Hä? Wer hat mich denn da gestunt? So übel. Was war denn das? Warum wurde ich denn gestunt? Oh, okay, wir haben jetzt noch einen, der der AFK ist. Das ist natürlich witzig. Greyman ist. Oh fuck, die machen den Boss, ja. Wie weit sind die denn? Ach, haben wir es geschafft schon. Was macht er? Okay, war nur der, nur das Duplikat. Ja, das sieht nicht gut aus für uns. Ich habe auch ein bisschen zu wenig geheilt. 34k ist extremst wenig. Das kann nicht besser. Tatsächlich sehr, sehr selten auf den Heal-Button geklickt und sehr, sehr selten den Ulti gezündet. Mich zu sehr auf den blöden Schaden konzentriert, der uns hier nicht wirklich weiterbringt. Und ich heile natürlich auch ein bisschen weniger, weil wir einen Spieler weniger haben, der im Fight dabei ist. LOL! Der Ulti auf einmal abgebrochen. Weiß nicht, warum der Ulti auf einmal abgebrochen war. Keine Ahnung. Ja, was war denn das für eine blöde Aktion? What the fuck? Beim nächsten Mal, Bitch. Was sehe ich hier? Ein Held hat den Kampf verlassen.
Genug. Der Fluch ist vorbei. Ich hoffe für euch, dass ihr das Beste. Ach, Arthas ist jetzt auch abgehauen. Es wurde Zeit, ach, da ist dass er ihr zurückkehrt. Ach du Scheiße, die machen ihm was. Nur mach! Go in! Kann mir mal bitte jemand sagen, warum wir... Nein, vergiss es. Oder was? Ach, die haben den zweiten Boss auch noch gemacht. Ja, das war ja klar, dass sie das machen. Hallo! Beweg mal deinen Hintern, Keltas. Ja, mal nett. Ja, ja, wir haben ein, wenn man natürlich einen Bot hat, dann wird es schwierig. Aber nicht unmöglich. Naja, die Heilung komme ich nicht mehr ran. Ich heile einfach zu wenig. Das muss ich noch ein bisschen lernen. Ja, Quick Match mal wieder eine abgehauen. Schon lange nicht mehr gehabt. Ich
ist auch weg. Keltas hat volle Mana-Punkte. Warum geht er nicht rein? Er sieht doch, dass ich den Ulti gezündet habe. Okay, Abatur-KI, Arthas-KI. Ah. Ein Traum, dieses Spiel. Da kommt ja wieder der Abatur. Was für ein Albtraumspiel. Okay, okay, was soll ich machen? Doofe Spieler in den Gruppen, AFK-Spieler in den Gruppen. Keine Chance zu gewinnen. Zwei AFK-Leute, der Arthas und der Abatur. Abatur gerade zum Schluss nochmal wiedergekommen. 73k ist ein bisschen wenig. Aber wir haben auch nicht geschafft, irgendwie Morales unter Druck zu setzen. Nicht ein bisschen haben wir das geschafft. Trotzdem waren wir irgendwie gut dabei, aber irgendwie auch nicht. In den Teamfights hatten wir eigentlich, sah es gut aus, aber na gut, es hat nicht sein sollen. Es ist mal wieder eine verfluchte Woche. Ich bin da nur gespannt, wie morgen die Heldenliga wird. Da graust mich ja schon. Aber gut, sehen wir uns einfach zum nächsten Mal wieder. Gucken wir mal, Spezialisten dran, okay. Bis zur nächsten Partie. Tut mir leid, dass ich euch da sowas bieten muss, aber wenn wir zwei AFK-Spieler haben, dann, tja, kann ich auch nichts machen. Bis zum nächsten Mal, ciao!